Finde ich aber cool, diese kleinen Rückblenden. Bin gespannt. Also ich glaube, das wird jetzt keine deepe Story oder so, aber trotzdem interessant, dass es nicht nur das ist. So, jetzt aber erstmal weiter schlonzen, ne? Ah. Carry my wayward schlonz. Ich hab nämlich überhaupt keine Ahnung mehr, schon wieder dank der nicht vorhandenen Minimap. Ach ja, da waren die Loren. Und hier waren die Dinger, ja, okay. Jetzt, I see. Gut, wenn es jetzt nicht zu krass ist, was dieses Metroidvania angeht, dann wird es schon funktionieren, aber gucken wir mal. Weil ich sagen muss, wenn man das dann irgendwie zwei, drei Tage nicht spielt, glaube ich, wird das relativ problematisch. Die guten alten Uraniumminen. Da hau ich schon mal ein paar Lampen. Entschuldigung. Hi! Kommst du zurück? Danke. Kann ich da durchschießen? Nee, okay. Erstmal da, ja. Okay. Dann holen wir uns erstmal den. Ha. Nope. Nope, 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 nope. Scheiße. Na, ich kann mir die auch beide holen, oder? Tschau. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Bisschen Unterleib noch hier. Ja, Torso nicht vergessen. Ich finde es aber gut, dass das... Also ich kann mir vorstellen, wäre typisch auch Metroidvania, dass man da schon zu einem sehr, sehr, sehr krassen Vieh heranwächst, das dann sehr, sehr, sehr stark wird. Aber dass es jetzt noch so ein bisschen verletzlicher ist, macht das Ganze ein bisschen taktischer. Finde ich eigentlich cool. Schlonzo, du bist ein Guter. Lass dir davon niemanden einreden, dass du kein guter Schlonz bist. Ja gut, aber das Echolotzeug ist mir relativ... Ja gut, doch, nee. Moment. Wenn es hier echolotet, wäre es wahrscheinlich erst klüger, nach links zu gehen. Ja, das sieht doch gut aus. Erstmal ein bisschen die Biomasse spreaden. Und dann so richtig. Ja, also so ein bisschen sich bequem machen. Spread the biomass. So. Ach, man kann sie auch taunten. Ich trau mir das noch gar nicht so, weil so stark bin ich auch noch nicht. Flipp! Oh, naja, scheiße, das war ja gar nichts. Hupsi! Hallo! Yummy! Bleib hier! So, ihr zwei, ihr kommt gleich dran. Mit dem Verschauen, ja, alles gut, okay. Ich bin ein bisschen von mir selbst erschrocken, alles gut. Oh ja. Yum, 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 yum. So. Hier unten ist so gar nichts. Aber da komme ich dann wieder hoch durch die Röhre. Okay, dann nach oben. Hüpp. Okay, ich roar mal nochmal. Du triffst mich doch von hier gar nicht. Das ist doch Quatsch jetzt. Weißt du? Ah. Aha, aha, aha. Da komme ich immer noch nicht durch. Okay, dann nach oben. Komm, Schlonzi! Guter Schlonzo. Er ist der Beste, muss man wirklich sagen. Er ist auch so ein bisschen handsam. Und er ist auch von Kopf bis Fuß eine wohlgenährte und gepflegte Erscheinung. Tatsächlich wegen der Steuerung. Ich habe nämlich heute ganz kurz
Gamepad ausprobiert, aber bloß schnell drück. Ich spiele ja normalerweise sehr gerne auf dem Gamepad. Es ist oft mit der Maus wesentlich praktischer. Es ist im Endeffekt nur, also die Maus ganz normal bewegen, hier mauszeigermäßig. Linksklick, gedrückt lassen, ändere ich die Richtung. Oder halt einmal Klick. Seht ihr? So. Und rechts ist dann eben dieser Angriffsbutton, quasi, mit dem man sich eben Sachen nehmen kann. Jetzt habe ich die quasi und kann es nach oben nehmen und nach links und nach rechts. Und es kommt mir, ich habe es wie gesagt bloß für 20 Sekunden schnell probiert, kommt mir einfacher vor als mit dem Gamepad. Und das sage ich, wie gesagt, als... Also ich glaube nicht, dass es schlimm ist auf dem Gamepad, um Gottes Willen, aber ich glaube, es ist praktischer mit der Maus. Zumindest spielt sich gerade so. Und ich habe im Endeffekt ja auch nur momentan die E-Taste und die Shift-Taste. Und das funktioniert meiner Meinung nach recht gut. Julia, so bis um 11, denke ich. Die Dichtung. Grob. Der schaut mal ein bisschen quäliger aus als die anderen. Ich bin wie eine kleine, schlonzige Ratte. Oh. What the? Das ist ja erst recht aus Another World mit dem Schild. Okay, der Schild. Mein Dings kommt durch mein Netz. Sag mal, kann man die nicht essen? Moment. Die kann er nicht essen, kann das sein? Ist er jetzt runter? Sekunde. Doch, kann er. Nick. Die kann er nicht essen. Nee. Die sind bissfest. Die sind fucking bissfest. Das gefällt mir nicht. Jetzt bin ich angewidert fast schon. Oh, ich kriege eine neue Fertigkeit. Wahrscheinlich bissfeste Soldaten kaputt machen. Wie ging das? Ach ja. Okay. Squeezing! Okay, Xifria! Damage went covers and wooden walls slash enemies. Hold. Moment. Ja, das kann ich aber nicht kaputt machen. Okay, also die wooden Sachen. Oh Gott, dann haben wir jetzt die Hälfte des... Ja, also wenn... Ah, ich brauche eine Minimap. Aber das glaube ich... Glaube ich, eine gute Sache. Auch wenn es mich wahnsinnig ärgert, dass die Gegner hier nicht essbar sind. Es tut mir eine Seele weh. Vor allem, weil ich ja keine Ahnung mehr habe jetzt, wo... Achso, jetzt kann ich gerade eh nicht lang, aber dann würde ich jetzt trotzdem nochmal den Weg, bevor wir da reingehen, nochmal abgehen. Hatten wir das? Ah ja, genau, das war... Hier war das Speicherdings, ne? Ja. Okay. Ah ja, genau hier. So, und jetzt muss mir jemand sagen, was das ist. Ist das einfach nur eine Lampe oder ist es was zum Aufsammeln? Scheint mir nur eine Lampe zu sein. Hm, schade. Da kann ich jetzt nicht durch, oder? Nee. Okay.
Ne, da komme ich immer noch nicht rein. Gibt es dann später wohl eine Fähigkeit. Nothing new. Auch hier nicht. Willow, schlaf langsam. Da war noch mal eine da lag jetzt der Unkaubade wieder. Als Wachsmal war schon gut. Du bist unkaubar. Eins verstehe ich jetzt nicht. Warte mal kurz. Aber wie kann ich denn jetzt wechseln? Warte mal. Ich verstehe jetzt nicht. Weil jetzt habe ich ja meine Spiderwebs gar nicht mehr. Wieso habe ich die jetzt nicht mehr? Oder wird das einfach abgegradet? Okay. Nö, habe ich nicht mehr. Kann ich auch nicht wechseln. Warte mal, lass mal noch kurz die Steuerung anschauen. Monster. Nee. Okay. Hm. Gut. Dann soll das unsere neue Attacke sein. Von Schlonzo. Die mutigen Schleim. Wastelands. Sorry. Ich werde die Brei. Oh, au, 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 au. Hey. Hey. No. Ich wollte mich gerade sagen, je breiter ich werde, desto schwieriger wird es natürlich auch, so ein bisschen in Deckung zu gehen. Hegemona, Dankeschön für 13 Monate Stufe 1. Und guten Morgen auch dir. Vielen Dank. So, jetzt muss ich aber erstmal. Ich esse hier was für dich kurz. Editiert trotzdem, dass die Dinger nicht mehr gehen. Die Spiderweb-Dinger. Schade. Bisschen schade ist schon. Will ganz ehrlich sein. Klopf, klopf. Ich mach die Tür ganz normal auf. Vielleicht meint er, ich bin ein Mensch. Das ist aber nicht die feine Englische. Es ist nicht die feine Englische, sagte ich. Miam, 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 miam. Was wird denn hier schon wieder gejammert? Ist doch alles gut. Kann er immer noch nicht essen, oder? Ah, ich hol euch nachher noch, glaubt mir. Ich werde euch noch essen. Au, 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 ey, 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 mit deiner Schnellfeuerpistole steig mal im Hurt. So, wenn ich jetzt die Spiderwebs hätte, dann wäre das jetzt tatsächlich praktischer. What? Ach, jetzt schießt du die Spiderwebs wieder, oder wie? Ja, du bist ja eine Pfeife. Sonst wäre ich bei dem Deppen ja nicht einmal größer, ey. Das ist ja. Hallo. Hallo. Ja, sorry, Leute, ne? Das ist jetzt euer Pech. Vielleicht hätte ich euch am Leben gelassen. Vielleicht nicht, aber. Ist halt Wrestling. Hey.
Darling? Hey. What's up? Lass ihn nicht hängen, komm. Oh ja. Oh ja. So zart. Alles kaputt. Und hier mache ich auch alles kaputt. Hey! Ich sagte alles kaputt. Ja, Schlanze. Guter Schlanzo. Ah, Moment. Squeeze in, ja, aber... Moment. Da war ich jetzt... Ich komm... Aha, Moment. Da waren wir ja vorher beim Chippen. Und hier... Können wir jetzt auf jeden Fall durch. Ha. Nein! Okay. Oh. Müssen wir jetzt alles nochmal machen oder kann ich jetzt abkürzen? Oder komme ich jetzt einfach nur zurück, wo ich vorher war? Ja. Okay. Dann machen wir hier einen Speedrun. Also, vorher bei den... Also, scheinbar, wenn er kleiner ist, kann er die Spiderwebs wieder benutzen, wenn er quasi schwächer ist. Und je mehr, je größer er ist, desto mächtiger wird er wohl und dann kann er wieder seine Stoßattacke hier machen. Alter, wie gut das ist. Okay. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, ob wir... Naja, 100 Pro wird da... Ja, squeezen uns mal rein, komm. Squeezen wir uns mal rein. Ein bisschen squeezen. Wobei ja hier auch noch steht, wie viel schon quasi aufgemacht wurde und so weiter, teilweise zumindest. Ja, und jetzt habe ich nämlich schon das Problem, dass ich keine Ahnung mehr habe. Ich weiß noch, hier ist das Ding aufgegangen. Das ist das finale Spiel, das heute rausgekommen ist. Und es gibt es auf dem Xbox Game Pass. Das ist... Also sorry, das ist Quatsch mit der... Dass sie da keine Minimap machen. Das ist einfach Schwachsinn. Verstehe nicht. So ein Spiel muss eine Minimap haben. Das ist, vor allem ist es auch nicht irgendwie spielprinzipmäßig besser, dass es keine hat. Das ist halt einfach nur... ein bisschen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Es dauert halt einfach nur länger. Das ist ein Quatschi. Können wir... Ja, Originalgröße. Neue Größe. Beste Größe. Da waren wir ja vorher, da habe ich ja schon gesagt, da kommt man nur nicht durch, ne? Das war ja noch recht am Anfang gerade. Also wäre mir jetzt schon, ich sehe so, als wäre es Stunden später. Okay. Nee, jetzt. Lass mal da. Hallo. Hier könnt ihr mich rein squeezen, aber ich squeeze mich erstmal hier. Ich squeeze den Menschen erstmal hier ein bisschen rein. Da können wir nicht durch, ne? Nope. Au. Ich könnte jetzt ins Türchen oder erstmal... Ha, schwierig. Durchs Türchen oder da oben hin? Warte mal. Okay, das ist ein ewiger Kreis, darum würde ich erstmal da reingehen. Aha. Ja, und das ist doch jetzt Schwachsinn. Schaut mal, wenn ich jetzt... Ich kann mich ja von selber nicht... Ich kann mich ja von selber nicht... kleiner machen gerade.
um die Spiderwebs da zu schießen, aber ich, also ich verstehe, ich dachte nämlich vorher bei Hold, dass es dann, dass du quasi, ich check's nicht, das ist doch Quatsch. Dass du dann zumindest mit Antippen schießen kannst, kannst du aber nicht. Das heißt, ich müsste mich ja von den Gegnern runterballern lassen. Was ich ein bisschen seltsam finde. Was? Oh. Was? Und jetzt kann ich Webs schießen. Ach, ich kann das hier... Okay, jetzt habe ich mich quasi kleiner gemacht. Warte, wenn ich die jetzt wiederhole? Ne, die kann ich nicht holen. Okay, es geht nur... Yeah, I see. Und jetzt kann ich die Dinger zerschießen. Wegschießen. Okay. Nice. Kriegt kann ich das andere jetzt wieder schlucken? Grab and consume the... Okay, yep. Geil. Dann ist es also auch Spielelement hier, okay. Gibt Sinn. Dann gehen wir trotzdem erstmal hier... Squeezen wir erstmal da rein. Ja, hallo. Sorry. Just me. Hey there, buddy. Hey there. Nur ein bisschen futtern, nur ein bisschen futtern. Alles gut. Alles gut. Let's squeeze. Ja. Yeah. Spread the mess. Ah, ich mag das Spiel. Finde ich gut. Geht leicht und gut von der Zucke. Hat Schlonzo drin. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Na, jetzt kann ich ja wieder nicht... Fuck you. Ah, ja, so, jetzt könnte ich doch hier wieder Biomasse abgeben, oder? Ja. Das ist aber geil. Ja, wobei kann die von oben auch angreifen, ne? Ja. Upsi. Fuck you. Oh shit. Ja, nee, das war zu viel des Guten. Ich verstehe. Aber wir halten wenig aus. Geil. Bin ich nur am Überlegen, ob ich nicht trotzdem einfach ein bisschen Dash. Ja, komm, lass die mal herkommen. Ja, ein bisschen verhöhen erst. Ja. Also, selbst wenn ich sie nicht fressen kann. Ich glaube, die wissen jetzt schon, was los ist. Hier könnte ich wieder rein squeezen, werde ich auch gleich noch. Kann ich die eigentlich grabben? Blinkt das irgendwas? Nee, die Kristalle. Nee. Okay. Auf die Dinger schießen bringt aber auch nichts, oder? Ja. Ich esse mich mal kurz. Und hier können wir dann durch. Dann lass uns mal hier noch squeezen. Ach, da geht's. Nein! Ja! Also, ja! Yum 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 yum. Ein gutes Essen, ein gutes Essen, sag ich dir. Und das hier, das werden wir jetzt auch kaputt machen. Hopp, geh weg. Ja, let's squeeze it. Echolocation. Locate edible corpses. Containment units 1 out of 9, okay?
Aha. Ja, wir nehmen alles mit, was uns irgendwie größer macht. Finde ich gut. Mehr Körper bedeutet mehr Eisen. So, Moment, hier haben wir es doch gerade, hier war es gerade offen, ne? Also hier haben wir es gerade frisch aufgemacht, sehe ich schon richtig, oder? Da muss ich jetzt nicht nochmal runter. Müsste sein, ja? Glaube ich. Schauen wir mal. Es piept immer, weil ich Achievements bekomme. Bam. Einfach nur, weil ich es kann. Die Tür werde ich nicht aus den Angeln reißen. Ich werde sie ganz sorgsam, langsam aufmachen. Weil mein Schlonzo ist auch ein bisschen Gentleman. Lang lebe der Schlonz. Achso, da bleibe ich ja nicht stehen auf dem Ding. So. Auch noch nicht hin. He's the most gentle Schlonz of the Mauer. Oh. Erstmal ein bisschen deposieren. Schauen wir mal kurz. Ich esse mich erstmal nochmal kurz, aber. Was ist das? Minen? Okay. Schaut das irgendwas? Ich bin knapp verwirrt. Ich habe ein bisschen Angst, dem Ding jetzt zu nahe zu kommen. Was mache ich denn genau? Ach so, mein Gott, ich bin so hohl. Aber eins verstehe ich, wenn das Ding... Okay, klar, also das Ding geht zu, ich verstehe, aber hier ist doch... Moment mal, nee, da kann ich nicht. Wenn ich hier das Ding kaputt mache... Ja, ich muss wahrscheinlich erstmal die Biomasse und dann vom Weiten schauen, ob es dann geht.